Moin, heute zeige ich euch, wie man diese Kerzenständer ganz einfach selber machen kann. Ihr braucht dazu nur so ein Plastikweinglas oder so ein Plastiksektglas. Habe ich hier eins. Kinderknete, dann nehmt euch so ein Stück ab. Ein bisschen weich machen und unten ins Glas rein. Und dann mit dem Stift so ein bisschen festdrücken. Dann nehmt ihr so einen Strohhalm und einfach festdrücken, schön mittig. Ich habe hier jetzt einen Ölpinsel, einmal so ein bisschen überall gut verteilen. Das reicht schon. Und dann könnt ihr eure Betonmischung nehmen. Ihr könnt auch Blitzzement nehmen und dann langsam einfüllen und zwischendurch immer so ein bisschen klopfen, damit die Bläschen rausgehen. So, ihr könnt noch vielleicht auch noch, wenn der Strohhalm ein bisschen verrutscht, auch noch ein bisschen gerade machen. So. Und dann füllt ihr den so weit voll, wie ihr das haben wollt. Diese habe ich jetzt vor 2 Tagen gegossen. Die sind noch nicht ganz trocken, weil ich habe die draußen stehen gehabt. Da trocknet das nicht ganz so schnell. Und dieser ist jetzt schon angetrocknet, den habe ich schon rausgenommen. Und den würde ich jetzt noch einen Tag einmal drin trocknen lassen. Dann ist der ganz durch und dann kann man den so mit der Zange den Strohhalm so rausziehen. So, wenn das Ganze getrocknet ist, braucht ihr natürlich auch diese Kerzenhalter. Da müsst ihr euch entscheiden, was ihr nehmen wollt. Ich wollte nachher diesen hier nehmen. Der kommt dann nachher so drauf. Zum Anmalen habe ich hier den unteren Rand mit Strukturpaste genommen. Für das Rentier, was ich jetzt da drauf mache, nehme ich ganz normale wetterfeste Acrylfarbe. Dann klebe ich das hier einfach so drauf. Das sind ganz normale Klebeetiketten. Die habe ich einfach mit dem Stanzer ausgestanzt. Und dann kann man das da schon so drauf machen. So. Wenn ihr das habt, einfach vorsichtig abziehen und dann habt ihr ein Rentier. Weil es gibt auch Schablonen dafür, aber die haften natürlich nicht ganz so gut. Und mit diesen ganz normalen Klebeetiketten und hier Motivausstanzer geht das wunderbar. So, das sind jetzt die fertigen. Und dann könnt ihr sehen, also da könnt ihr jeden Kerzenteller da drauf machen, wie ihr möchtet. Und auch verschiedene Kerzen und anmalen. Und ich denke mal, das ist auch eine ganz einfache Sache und die kann man wirklich ganz leicht nachmachen. Und viel Spaß dabei.